Ach, jetzt mal bei diesem Magna-Waldweg, okay. Gut, dann begrüße ich euch zur neuen Folge Xenoblade Chronicles. Im letzten Part waren wir hier im Inneren des Mekom. Und heute, ja, laufen wir diesen Waldweg entlang, der auch richtig, richtig schön aussieht. Oh mein Gott. Also, das ist ein anderes Schön als der Sumpf. Weil im Sumpf war halt alles voll mit Lichtern und so. Und hier ist einfach so viel schöne grüne Natur und so. Das sind zwei verschiedene Arten von schön quasi. Aber also ich weiß echt nicht, wo es mir besser gefällt. In dem Sumpf oder hier. Es ist so wunderschön. Am Ende des letzten Parts haben wir, ich glaube es zumindest, gesehen, wie so ein neuer Gesichtsmecker entstanden wurde. Entstanden wurde, geschaffen wurde. Erstellt wurde, wie auch immer. Entstanden ist. Und ja, wahrscheinlich werden wir den bald sogar treffen oder so. Keine Ahnung. Ich wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich traue mich nicht, dass ich in meiner Cutscene starten wird. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier stehen und laber noch ein bisschen. Ja, das war sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Und ich würde sagen, wir starten eine Cutscene hier. Lady Melia, withdraw to the Nopon village and let us handle this beast! No, Eisel! Do you really expect me to leave you, run away and save myself? Permit us this once, Lady Melia! It is our honor and our duty to protect you with our lives! Do not fear for us! Flee! I will not! I cannot return to the capital with this monster still standing! Bestow the light of your life unto me! Whew. Who turned up the heat? I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a Brog's armpit. We'll have to search for the best route. Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Rhine's stench. Sharla? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak, weak and pathetic! What or who are you? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! A silver-faced Mekon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean, we could use them to our advantage. Look over there! A rope bridge! It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies, the Nopon are originally native to Magna Forest. Do you think they'd know the way to the Bionis Head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bet is to look for their village.
Also, das wird hier alles ziemlich spannend scheinbar. Wer war das gerade in dieser Eigenkatzin? Und habe ich mich irgendwie verhört oder hatten diese Leute, die bei den Mädchen dabei waren, die gleiche Synchronstimme wie Shulk und Rain? Habe ich mich da irgendwie verhört? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall kommt mir das sehr spanisch alles vor. Aber weiterhin ist es ja echt wunderschön. Naja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Sehr gespannt auf jeden Fall. Oh, und jetzt haben wir ja auch mal ein paar Monster. Petra-Zetzer, okay. Bist du stark? Ich hoffe es mal nicht. Oh, ich sehe gerade, Dunben ist auch mal Level 28, fällt mir gerade so auf. Das habe ich mir gar nicht mitgekriegt, auf jeden Fall. Das ist ja interessant. Habe ich nicht bemerkt, aber ist eine gute Sache auf jeden Fall. Deswegen, ja. Ich muss sagen, mit Dunben laufen die Kämpfe ein bisschen besser als mit Rain irgendwie momentan zumindest. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. So. Gut. Klanis-Zetze. Das ist ein sehr interessanter Name. Der hat da irgendwie einen Stein in der Hand oder so. Oder, nee, nicht Hand, sondern eher Fühler. So. Was hat er Schulk gerade schon wieder für Statusveränderungen neben sich? Ich habe keine Ahnung. Stinkender Nektar, okay. So. Ich kann mal gucken, wie es momentan bei den Techniken aussieht, ob wir da irgendwas Neues erhöhen können oder so. Wie kann man hier über ein bisschen Stuff erhöhen? Bei den Monado-Dingen haben wir lange nichts mehr erhöht irgendwie. Deswegen passt das, denke ich mal. So, da. 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 Da, man kann mal so ein bisschen hier gönnen von den ganzen Fähigkeiten her. Wow. Toll. So, Metall. Ah, guck mal, das haben wir ja. Das haben wir ja. Da haben wir das Adeptenbuch oder was hieß für gekauft gehabt. Deswegen. Ja. Können wir das jetzt erhöhen hier. Aber bei ihm scheinbar nichts. Okay. Interessant. Und Levelaufstieg. Sehr schön. Für Schulk und Dings. Auch für Rain? Nö. Weil der nicht im aktiven Team ist. Okay. Interessant auf jeden Fall. Wie sieht momentan hier bei deinen Talentbäumen aus? Da fehlt noch ein bisschen was. Bei dir fehlt nicht mehr so viel. So. Bei dir fehlt kaum mehr was. Das ist sehr schön. Da kann ich da eventuell was Neues irgendwie verknüpfen oder so. Das wäre ziemlich cool. Habe ich denn bei dir auch was Neues? So. Das hier hat sie ja bald. Deswegen kann ich es dann gleich mit verknüpfen. So. Bei dir habe ich auch nichts. Das ist aber ziemlich cooles System mit den ganzen Verknüpfen hier, finde ich zumindest. Das gefällt mir ziemlich gut. Wieso habe ich denn das nicht gemacht? Oder habe ich das erst neu bekommen irgendwie? So. Okay, wundervoll. Ah, da vorne sind... Ups, das wollte ich gar nicht. Da vorne sind neue Gegner. Kein Fan, würde ich sagen. Ah, das war viel zu früh. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, das war einfach viel zu früh. Noch früher kann man gar nicht drücken. Okay, doch kann man schon, aber es war trotzdem viel zu früh, auf jeden Fall. Deswegen, ouch. Das war weit weggeworfen, auf jeden Fall. So, ich kann mich nicht bewegen. Aufmuntern. So. Ah, ich kann... Ah! Was passiert dir gerade schon wieder? Das ist mir gerade so ein bisschen zu viel. Au. Nein, ich bin wieder mit einer Vision. Ich finde die immer noch so nervig. Es unterbricht einfach so krass den Kampffluss. Wieso? Ja.
Bitte nicht! Hört auf mit euren scheiß Visionen. Er ist dann Ben tot. Das ist doch dumm. Dann Ben, wo liegt. Und Charla ist auch tot. Sehr schön. Da, Charla, einmal leben. Am besten. Oh, diese Vision immer. Es kotzt so an. Es kotzt einfach so sehr an. Wahrscheinlich denken sich alle so, wie kann einem was ankotzen, das einem helfen soll, aber es nervt einfach so, wenn er den scheiß Kampfluss stört. Charla belebt mich wieder, wieder und stirbt nicht. Mann! Es waren gerade ein bisschen zu viele Gegner für mich. Ausredet! Ich würde auch ohne die Vision gut klarkommen. In anderen JRPGs weiß man ja auch nicht, wann ein Gegner stirbt. Es ist zwar eine interessante Mechanik und macht auch Sinn wegen Demonado, aber einfach so. Es nervt einfach, wenn da plötzlich so eine Vision auftaucht und 20 Sekunden lang ist und voll den Kampfluss stört. Es nervt einfach so sehr. Hier ist auch irgendwo ein Harmoniegespräch. Das ist scheinbar gar nicht nachgeguckt, wo das ist oder so. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Oder ich habe es noch gar nicht erreicht, weil die Gegner mich genervt haben. Beziehungsweise ich sie angegriffen habe. Das war dumm von mir. Jetzt gehen wir schön um sie drum, würde ich sagen. Oh, hier ist ein Nopon. Hi. Agni-Denkmal, okay. Wo ist mein Harmonie-Gespräch hier? Hier ist jedenfalls eine Mission. Hi. Ja, ganz viele Stärkungen, Restfeuer, ja, bla bla. Siege 5 Dschungel-Eulen. Ja, machen wir. Dankeschön für diese Mission. So. Jetzt zeig mal her dein Sortiment hier. Ich will halt voll gern sehen, wie viel das bringt und so. Oh, ihr könnt ihr das kaufen. Wie viel Agilität hast du so, lieber? Liebe Charla. Okay, dann kaufe ich die hier für dich. Einfach. Ja, weil. Wieso nicht? Das würde nur einen Agilitätspunkt da wegnehmen. Deswegen. Rüste ich einfach mal aus. Charla. So, das war jetzt hier, oder? Yep. Das letzte halten. Ja, das sind die sehr schön. Nehmen. Swap-Stulpen heißen die. Interessant. Gut. Und du hast noch eine Mission für mich. Hi. Ja, was für Viecher? Besiege 2 Magna-Lykosen, okay. Mhm. Ich hoffe mal, dass es keine Missionsbegrenzung irgendwann gibt. Weil ich habe wahrscheinlich schon voll viele Missionen angenommen. Deswegen wäre so eine Missionsbegrenzung mega dumm. So. Was für Dinger? Magnamare, okay. Noch was? Nein, das war's jetzt. Was hast du zu sagen? Ham Ham, wundertoll. Wollt ihr zu unserem Dorf? Kennt bestimmt Magna nicht gut. Werde euch helfen. Da Dorf ist geradeaus in der Brücke. Okay. Sehr schön. Ach, hier ist das Harmoniegespräch. Set. Hängebrücke 1. Ein spannender Name. Das sieht auch sehr, sehr eindrucksvoll aus, finde ich, diese Hängebrücke hier. Sehr, sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich muss immer mal so ein bisschen rumgucken für Thumbnails, weil ich tue mich manchmal echt schwer, irgendwas für Thumbnail rauszusuchen, weil da überall irgendwelche Anzeigen im Bild sind. Das ist so nervig. Guck mal, wie schön das hier ist. Vor allem wie... gegen diese sollten wir noch kämpfen, oder? Vor allem wie verschieden die Gebiete auch designt sind und so. Das ist einfach mal ziemlich cool. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall.
Die Gebiete sind sehr verschieden designt. Auch in verschiedenen Farbtönen und so. Das hier ist nicht das gleiche Grün, was auch auf der Dingsebene gab. Auf der. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Da wo wir auch Juju getroffen haben und so. Damals. Noch zu Beginn des Let's Plays. Part, was weiß ich. 14 oder so war Juju, glaube ich. Die Ebene. Was mit G war das irgendwie? Das ist ein anderer Grünton als hier und so. Das finde ich ziemlich schön auf jeden Fall. Das hat halt auch die Wälder und so anders aussehen. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir auf jeden Fall. So. Und auch das Gegnerdesign. Es ist nicht immer das gleiche irgendwie. Die Gegner sind nicht immer gleich aus, sondern die sehen auch verschieden aus und so. Was sind hier? Oh Gott. Das ist ein sehr, sehr starker Gegner, gegen den ich nicht kämpfen möchte. So, was liegt hier Schönes rum? Ein Seetangpilz, okay. Also die Leute von Monolith Soft wissen echt, wie man Orbit designt. Ich meine, die von Xenoblade Chronicles X sieht ja auch ziemlich groß aus. Und das weiß ich auch, obwohl ich es nicht gespielt habe. Ich habe aber einen Let's Player zu angesehen gehabt. Darauf freue ich mich auch sehr, als wenn man zu spielen. Oh Gott, hi. Auch wenn ich jetzt das Spiel schon kenne, ich freue mich halt, es einfach selbst zu spielen. Ich habe sie auch schon ein Jahr irgendwie rumliegen, also fast seit Release, aber ich konnte es halt auch nicht anspielen, weil ich einfach keine Zeit habe und mir andere Spiele persönlich wichtiger sind. Und ja, ich habe halt die ganzen Spiele, die ich momentan so als Display spiele. Also jetzt hier Xenoblade und Dragon Quest 9 momentan als Display und Final Fantasy 5 und was weiß ich, all diese Spiele halt. Und dann habe ich auch noch so ein paar Spiele, die ich momentan privat spiele, ohne Let's Play. Und das ist momentan Dragon Quest 7, was vor 3 Monaten rauskam oder so. Und ich auch ganz gerne mal durchspielen würde inzwischen, irgendwie, aber es ist mega lang, weil ich das auch ziemlich gut finde, weil das Spiel von der super ist. Dann habe ich Tales of Syria angefangen, privat. Und Final Fantasy 13. Mit Final Fantasy bin ich bald durch, auf jeden Fall. Und da bleibt halt kein Platz für Xenoblade. Aber es ist auch schön, wenn man so einen ersten Eindruck im Let's Play hat. Auch wenn ich das Spiel jetzt schon kenne, aber ich weiß noch gar nicht, wie die Steuerung ist, wie das Spielprinzip so richtig funktioniert, also das Kampfsystem. Also es funktioniert logischerweise wie hier, aber ich habe es ja noch nicht selbst gespielt, deswegen kann ich dazu schlecht was sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es alles so sein wird, auf jeden Fall. Also, ich denke mal nicht, dass das direkt im Anschluss hier nachkommt. Definitiv nicht. Da kommen auch ein paar andere Let's Plays noch, aber es wird definitiv. Hat der Vogel mich angegriffen? Oh Gott, geh weg. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, geh weg. Du bist, glaube ich, ein bisschen zu stark. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist ein bisschen zu stark. Aber sowas von. Habe ich ihn, weg? Sehr schön. Der war Level 33, glaube ich. So, wir können mal gegen die Raupe kämpfen. Weil, wieso nicht, würde ich sagen. Bisschen kämpfen kann ja nicht schaden. Denke ich mal. So. Ich finde auch voll cool, dass ich glaube, Dunben so eine Fähigkeit hat, mit der er die Raupe zum Bluten bringen kann halt. Zumindest glaube ich, dass Dunben ist, weil als Rain im Team war das dann nicht so. Erst als Dunben ins Team kam, deswegen glaube ich mal, dass ich dann an Dunben. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, auf jeden Fall. So. Gut. Autsch, das war viel Schaden. So, Light Heal! Jetzt ist er gleich tot, sehr schön. Was ist los? Was? Ich habe gerade nicht verstanden, worüber sie überhaupt reden. Also ich habe sie nicht wirklich mitgekriegt. Soll ich hier nicht auch kämpfen? Irgendwie so? Also als Mission, ich weiß jetzt nicht mehr richtig. Können wir mal machen. Also der geht gerade vor keine Mission, das ist mir schon klar. Ich habe einfach nur so gegen ihn gekämpft, wieso nicht? Wir sollten halt echt ein paar Missionen machen, einfach weil ich das Geld brauche. Und so.
Also langsam wird das Geld echt ein bisschen wichtiger. So. Nein, der war scheinbar keine Mission. Oder kein Teil der Mission. Du warst genau, du warst der Teil der Missionsteil da. Komm mal her, Freundchen. Du wirst jetzt sterben, weil ich dein Geld brauche, beziehungsweise nicht dein Geld brauche, sondern dein Tod brauche für die Mission. Ja, ich finde es auch seltsam, dass halt in dem Spiel kein Geld für das Beenden von Kämpfen gibt. Irgendwie ist das schon logischer, weil wieso sollten Monster Geld dabei haben? Wie es halt in anderen Spielen ist, aber trotzdem ist man halt von anderen Spielen gewohnt, dass die Monster Geld fallen lassen. Und es ist halt hier einfach nicht so. Deswegen. Eventuell haben die Monster in anderen Spielen das Geld geklaut und so von den Menschen. Deswegen lassen die es fallen, aber ja. Es gibt halt keine richtige Erklärung, die wirklich Sinn macht. Deswegen. Ja. Ist es halt so. Oder das ist einfach Geld. Sehr schön. Haben wir jetzt die 9600 direkt bekommen oder was? Muss ich da jetzt nicht nochmal zu den Typen hingehen, zu dem Nopon? Dafür, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich will ganz kurz gucken. Items, kann man das hier sehen, das Geld? Nein. Wo kann ich mein Geld sehen? Ach da. Ja, die sollte ich bekommen haben, oder? Ich glaube schon. So, das war auch sonst immer so, oder? Ich glaube schon. So, da. Nein, gegen dich will ich nicht kämpfen. Hier ist auch irgendwo. Och, Mann, jetzt hat er mich anvisiert. Musste jetzt sein. Du wolltest kämpfen, lieber Gegner. Du wolltest kämpfen. Ich wollte nicht kämpfen. Du wolltest kämpfen. Deswegen, beschwer dich nicht bei mir, wenn du sterben solltest. Kannst du ja gar nicht, wenn du sterben solltest, lieber Gegner. Deswegen, ja. Beschwere dich einfach nicht. So. Bam. Es gibt einen Chain Attack. Deswegen hat er das gerade gesagt. Ich war gerade voll verwirrt. Was glaubt ihr jetzt von Chain Attack? Aber macht schon Sinn. Dunban, we're counting on you. Whoa. Shana, I'm on it. My rifle's getting hotter. Nice. Oh, Junge. Ich liebe diese Gespräche im Kampf immer. Ich finde es immer so, wenn es sowas in Spielen gibt. Ist ja auch in Final Fantasy 15 zum Beispiel so. So. Übrigens, wo wir vorhin schon von Xenoblade Chronicles X geredet haben, ich finde es mega schade, schade im Spiel, dass der Hauptcharakter nicht reden kann. Also er kann schon reden, aber halt nicht sichtlich mit den Leuten und so interagieren. Er kann halt nur so ja-nein sagen. Aber mehr doch nicht. Das ist halt mega. Was bist du denn? Du bist ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Es ist halt mega schade einfach. Weil, ja, dadurch viel Zeug verloren geht. Viel, viel Interaktion mit der Gruppe. Ist ja auch genauso in den Dragon Quest Spielen. Deswegen. Das ist auch so mein einziger Kritikpunkt in Dragon Quest Spielen. Dass da die Gruppe nicht reden kann. Nicht die Gruppe, sondern der Hauptcharakter nicht reden kann. Die Gruppe kann schon reden. Aber gut, so. Dann würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part hier diesen Pfad weiter entlang. Und kommen dann wahrscheinlich ins Noppendorf. Und erleben da voll viele Abenteuer oder so. Hoffe ja zumindest. Gut, dann war's es für den heutigen Part. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss. Und das war auch das Ende der Aufnahmesession, falls es mich interessiert.